Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays. Ja, beim letzten Mal habe ich ja ziemlich auf die Schnauze bekommen. Das sah ungefähr so aus. Ja Leute, heute gibt's das dritte und vierte Gruppenspiel gegen den Tabak. Der hat mir im Übrigen auch geholfen, dieses Team, was ihr hier seht, mein Team, mit dem ich antrete, zusammenzubauen. Weil er war so ein bisschen, weil ich ja nicht mehr wusste, was man mit Chemie macht und I und keine Ahnung. Ich hatte keine Ahnung, deswegen habe ich mir dieses Team jetzt hier mit seiner Hilfe quasi zusammen erstellt. Ihr seht hier den Hero-mäßig, das sind sozusagen meine Schätze. Ihr kennt die Spieler ja alle. Ich würde sagen, bei dem Team sollte man am besten immer über die linke Seite spielen, oder? Okay, ich lade ihn jetzt ein. Es geht weiter. Das Rückspiel natürlich bei seinem Kanal. Leute, wer es nicht wusste, den Tone, den kenne ich schon seit 2013. Mit einer der Personen, die ich mit am längsten kenne. Total crazy, würde ich sagen. Laden wir den erstmal jetzt ein. Ist das mit dem Team soweit alles okay? Wir können die Einladung senden, Freunde. Sehr schön. Das ist schön. Ja, also den kenne ich ja schon Ewigkeiten. Damals noch Apokalypto, Impact-Zeit. Das war eine klassische Zeit. Er macht dazu auch ein Intro im Rückspiel. Also checkt das Rückspiel auf jeden Fall. Wer das Rückspiel nicht auscheckt, hat echt keine Ehre, Freunde. Ich würde sagen, warten wir doch mal, dass er in die Lobby kommt. Und dann ziehen wir das Ding durch. 6½ hours later. Das Lustige ist ja bei ihm, er hat ja tatsächlich Kroatien bekommen als Team, der über Zufall, weil er selber kroatisch. Boah, das Team ist krass. Weil er selber kroatisch stämmig auch ist. Waren auch neulich bei ihm, in München waren wir mit ihm unterwegs, mit Anton, voll cool, richtig chillig, er hat mich mega gefreut. Okay Leute, also ihr seht schon, ich habe das Silberteam, er hat dieses Team, er wird sich gerade totlachen und ja. Das wird natürlich wieder eine Zerstörung wahrscheinlich, aber wer weiß Leute, wir geben natürlich unser Bestes, Freunde, ganz klare Geschichte. Während wir natürlich wie immer hier die Aufstellung ändern ins 4-3-1-2, wo dann der Vera, ich spiele lieber echt so, es hat mir besser gefallen, dann tauschen wir das aus. Dann tauschen wir das aus. Ich hab's, also ich glaube, beschissen hätte man nicht tauschen können. So werde ich jetzt ganz so machen. Vera ist zwar eine absolute Fehlbesetzung, aber ganz ehrlich, Leute, ich glaube, ich tue ihn lieber sogar dahin, Leute. Dann kann er da nicht so rumnerven, wenigstens. Okay, Leute, let's go mit dem Spiel. Während hier irgend so ein Piepen ist, dann wird hier auch noch gebohrt. So wie im letzten Spiel auch schon, weil ich nehme die beiden Sachen am selben Tag auf. Okay, Leute, das heißt, eventuell, wenn ich jetzt beide Spiele gewinne, bleibe ich wahrscheinlich in der Gruppe. Oh, das tut weh. Das tut weh. Da war ich noch gar nicht fit, Leute. Ich habe mich auch wieder null eingespielt. Ich habe vorhin irgendwie vor 4 Stunden, habe ich das letzte Mal aufgenommen. Perisic natürlich am Start. Okay, Leute, das war jetzt natürlich Bullshit. Das war jetzt wirklich komplett mein Fehler, dass ich da nicht richtig gespielt habe. Egal, es war jetzt ein Wachrüttler, Freunde. Das war jetzt ein Wachrüttler. Und das ist natürlich auch kein schlechter Spieler. Es ist halt, leider hat er so wie Gamer Brother mehr Skill und das bessere Team. Ist halt eine miese Mischung. Habe ich auch mit Gamer Brother drüber gesprochen. Er meinte auch so, an sich ist es schon hart unfair gewesen. Aber egal, Freunde. Lassen wir es mal entspannt angehen hier. Vielleicht mit einer Chance. Mit Suarez nämlich, der hier zum 1:1 trifft, Freunde. Ja, also entspannen wir uns mal. Natürlich auch ein bisschen Glück gehabt, klar. Aber den muss man auch erstmal machen. Suarez, der Captain hier. Zack, hat man hier das Glück. Spielt ihn an, der kann sich durchsetzen. Und das ist natürlich dann für jemanden mit 97 Abschluss oder so kein Problem mehr. Und jetzt natürlich wieder versuchen, vernünftig zu zocken. Oh, habe ich sogar gedrückt. Rodriguez, Vera. Vielleicht mal mit keinem Fehlpass. Sehr gut. Messi. Aber das ist ein Fehlpass, leider. Oh, Messi. Ja, doch, reicht aber, oder? Reicht nicht. Ah, bisschen Pech gehabt. Okay, jetzt schnell außen laufen. Jawohl. Nein. Ach, Leute, ihr kennt das doch. Dann läuft man doch mal raus aus dem Törchen. 3 Tore nach 12 Minuten. Das war's wieder komplett. Auf euch, Freunde. Paulinho. Ah, schade, Päschen war schwach. Oh, Godin, das ist halt wirklich, man merkt halt direkt, dass man halt diesen Skill auch braucht, der einzelnen Spieler. Weil so ein Godin, der hat einfach, der ist einfach ein 1000-mal besserer Verteidiger als die anderen Spieler. Das ist halt einfach Fakt, so wie Tatsachen. Okay. Ey, Foul-Schiri, ey. Ach so, erst schubsen und dann durchlaufen, sehr gut. Ah. Da machst du nichts. Nachher natürlich immer fragt man sich, woran hat die Lehen und fragt man sich immer, woran die Lehen hat. Ist so. Ja Leute, es ist halt wirklich schade. Ich hätte gerne gewusst, wie es mit einem besseren Team laufen würde. Es würde auf jeden Fall knapper werden, aber ich habe es mir natürlich selber zuzuschreiben, dass ich die Upgrades nicht geschafft habe in den Folgen. Da reden wir uns auch nicht raus hier. Ja, da steht es halt schon 3-1. Da steht es schon 3-1. So, ich denke mal, naja, egal. Schönes Päschen hier. Van Gundes auf Leo Messi, der, ah Mann, warum ausgerechnet Messi, warum nicht Paulinho, der diesen Ball sicherlich hätte verarbeiten können. Suarez, Messi wird gehalten, zweimal sogar. Ach, okay, gut zu wissen, sehr gut zu wissen.
Oh, schönes Pässchen Paulinho zum 2 zu 3 immerhin. Ja, wir geben uns hier nicht auf. Schöner Pass von Messi auf Paulinho. Tja, hättest du mir den Paulinho mal doch nicht empfohlen, Tone, wa? Wie sieht's aus? Das musst du den Trainer fragen, nicht mehr. Hier nochmal schön, da denkt er, der Pass kommt oben und dann zack. Und der Abschluss ist auch wirklich schön, wie ein Mittelstürmer hier. Oh, was ist euer Lieblings-Silberspieler von mir, Leute? Schreibt es bitte mal in die Kommentare. Würde ich feiern. Man sieht schon, hier wird alles zugebaut, aber Messi kriegt da nicht zugestellt. So, Van Gundes. Einer für Luis Suarez kommt leider nicht dran, war auch kein Abseits anscheinend. Nee. Oh, schöne Grätsche, bombastische Grätsche. Oh Gott, aber das war es komplett. Oh, da geht er weg vom Mann. Da geht er weg vom Mann. Nope. Und Muslera ist da. Zeit. Aber Muslera ganz stark. Zweimal. Und das ist halt dann einfach so, dass der Ball zum dritten Mal zurückkommt zu Luka Modric. Mein Wasser ist übrigens leer. Ah, Leute, das ist schade. Ne, da hat man seine zwei Buden hier gemacht. Jetzt ist das Trio Infernale vorne, Leute. Und der Paulinho, der versucht es einfach mal. Ein bisschen Angst muss man ja auch mal auslösen hier beim Gegner. Und Leo Messi versucht es mal selber was zu machen. Ja, sehr schön. Rodriguez, Mayada, der wirklich schlechteste Spieler der Welt wahrscheinlich. Suarez kriegt eine zweite Chance und De Gea muss hier zur Ecke parieren, Freunde. Also, es läuft doch. Muss quasi zu dritt drauf und dann ist natürlich unten Platz. Ah, das tut weh. Das 5-2 vor der Pause. Schade. Ihr seht, vorne klappt es besser als hinten, aber ist ja auch logisch, weil vorne die einzigen guten Spieler sind. Mann, ich würde gerne... Warum? Ah, Mann. Ich ärgere mich krass, dass ich die Upgrade-Folgen nicht vernünftig gemacht habe. Das ärgert mich gerade krass, ey. Ach, ich hätte nicht gedacht, dass ich spielerisch doch ein bisschen mithalten kann, aber es geht ja vom Spielerischen her schon einigermaßen. Klar, ich werde vernichtet so, aber ich hätte es viel schlimmer erwartet. Guck mal, hier von den Sachen und so, hätte ich ein gutes Team, hätte ich es einfach gerne mal ausprobiert. Einfach mal ausprobiert. Boah, Alter, wie krank. Och nee, jetzt nicht. Ey, das ist scheiße, Mann. Weil ich den Ball eigentlich schon rausspiele und er es einfach nicht macht. Ach Leute, ist ja auch eigentlich egal. Eigentlich ist es ja entspannt. Ich bin echt stolz auf mich eigentlich, wie ich spiele. Mit dem Team würde ja niemand gegen die gewinnen, aber wenigstens gebe ich nicht komplett auf. Ich frage mich, ob der beste FIFA-Spieler der Welt die beiden Spiele, also gegen Tabak und gegen Simon, ob der beste Spieler mit meinem Team die richtig zerstören würde. Schöner Pass hier auf Messi nochmal, der leider den Ball... Also Messi ist echt katastrophal, ne? Der ist wirklich... Bei den Spielen, da passt sein Spielstil einfach gar nicht zu dem, was ich brauche. Das fällt mir immer wieder auf. Paulinho gefällt mir dafür immer richtig, richtig gut, ey. Was ich halt falsch mache, ist das Verteidigen. Das weiß ich ja selber. Ich gehe immer viel zu hart offensiv drauf beim Verteidigen quasi. Guck mal, diese Moves, die kann... Da können meine Spieler nichts machen. Gegen diese Moves, da können die nichts machen. Bale mal locker easy mit seinem vierten Tor. Oh, Suarez hier mit dem 3 zu 7, Leute. Ja, das war schön genauso quick gemacht. Schön auf Suarez gespielt, der den Ball dann mit R1 Kreis einfach mal, aber auch natürlich auch Torwartfehler, aber trotzdem hier, gucken wir uns nochmal an, hier schön. Zack, einmal Körpertäuschung und dann... Nice. Ja, muss er natürlich eigentlich auch haben, aber stand ein bisschen zu weit auch vorm Tor. Deswegen kriegen wir hier immerhin das dritte Tor hin. So, jetzt muss natürlich die legendärste Aufholjagd der FIFA-Geschichte gestartet werden. Schön mal in die Beine von Bale, damit er auch weiß, gegen wen er hier spielt. Ja, könnte aber die rote Karte leider danach natürlich auch bedeuten. Ah, nur gelb, finde ich in Ordnung. Wäre auch sonst ein bisschen viel gewesen. Oh, Torwart. Huch. Ja, Godin hier. Weg damit. Ah, das 3-8 fällt hier. Was willst du machen? Naja, ich habe ja noch ein Spiel auf seinem Kanal. Vielleicht hole ich mir den einen Punkt. Das wäre schön, aber ich denke mal, wussten wir ja irgendwie alle. Ich habe ja auch die Todesgruppe noch abbekommen. Das hat natürlich das Glück dann perfekt gemacht. Vor allem auch in den Folgen, wie ich die Upgrades teilweise nicht bekommen habe, war ja sowieso legendär. Aber ich habe wenigstens nicht geschummelt. Ich hätte auch die Folgen nochmal aufnehmen können. Hätte man easy machen können. Man hätte ja immer sagen können, ja, ein Spieler hat erst zwei Spiele gemacht und dann hätte man es einfach so gedreht. Naja, Leute, 3-9. Aua. Schade, jetzt habe ich insgesamt, steht es jetzt gerade 5 zu 23 für mich in Toren. Also ich werde hier heute komplett verprügelt von meiner eigenen Konsole. Wir können mir jetzt die zweistelligen Tore einschenken. Paulinho, Vera. Vera kann sich vielleicht mal belohnen. Ah, schade. Hätte man ihm auf jeden Fall gegönnt. Er will richtig das 10. Tor machen. Ah, schön nochmal rausgespielt hier. Und da endet das Ding hier 3-9. Auf jeden Fall Rückspiel abchecken, Freunde. War eigentlich gar nicht so scheiße, das Spiel. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, Spieler des Spiels ist natürlich Bale hier mit seinen 4 Toren. Nimmt er direkt auf den Ball mit. Ja, Leute.
Mich würde freuen, wenn ihr im Video ein Like da lassen würdet. Das war's dann erstmal in FIFA auf Scorpion Plays. Bis vielleicht zum nächsten FIFA. Haut rein, bis dahin und ciao.